Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Outlast. Wir sind beim bösen Doktor, der hier die Leute auseinanderschnippelt. Und ich soll den Doktor von Scaife grüßen. Ich habe gerade mit Scaife geskypt. Und er meint, ich soll ihn grüßen. Doktor. Der kam von da, ne? Das haben wir letzte Folge schon gesehen hier. Da habe ich ein bisschen verkackt. Da kam er raus, deswegen verstecke ich mich hier. Und wenn er kommt, gehe ich sofort hinter seinem Rücken raus. Ah, meine Hand sieht so eklig aus. Ja, komm, halt's Maul. Der Trager, da läuft er. Oh, shit. Geht nicht, ich kann in diesem Spiel niemanden angreifen, sonst werdet ihr alle schon tot. Warum kommt denn der jetzt? Was macht denn der jetzt hier? Nein. Ich dachte, er ist da so am Operieren, so wie es geht, aber ich operiere den Typ. Der hat bestimmt den Psychopath schreien hören. Boah, warum schreit der auch so rum, ey, wenn ich komme? Kann der nicht einfach seine Fresse halten? Mongo. Kann ich nicht einen Besen als Waffe nehmen und ihn wegfegen? Ich hab dem Doktor jetzt noch gar nicht seinen Gruß ausgerichtet. Ich gehe jetzt einfach hier so in Deckung. Und wenn der Mongo kommt. Ja, komm. Ja, jetzt Trager, komm mal. Nobody! Da kommt er dann. Den bin ich los. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel brauchen wir. Warte. Ich brauche einen Schlüssel für den einen Aufzug. Warum kann ich ihn da nicht rein? Lol. Du lebst ja noch. Schrei aber nicht so rum.
Okay, hier hoch kommt der Trager nicht. Hier können wir ihn abhängen. No. Hör doch auf, so rumzuschreien. Er kommt wegen dir. Scheiße. Okay, Trager wird jeden Moment hier auftauchen. Ich muss vorsichtig sein. Mit dem ist nicht zu spaßen. Der Trager wird jeden Moment hier einmarschieren, glaube ich. Von da. Hoch hier. Die wollen. Das ist vom Spiel fies eingebaut, dass wenn die schreien, dass die kommen. Ist echt fies. Fies und dreckig. Ja, vielleicht kann ich jetzt hier runter. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo der Trager sich gerade befindet. Kein Plan, wo der ist. Oh Gott. Warten wir hier. Hoffentlich läuft er da irgendwie die. Hoffentlich macht er die Tür auf, renne ich raus, mach die Tür zu. Da habe ich ein bisschen Zeit gewonnen. Ich habe aber den Schlüssel. Mach ich jetzt den Schlüssel ab? Kann ich glaube ich fliehen. Wenn ich diesen Aufzug wieder finde. Die Frage ist, wo ist dieser Trager? Ich höre ihn, glaube ich. Oh! Nein! Shit, das war klar, dass er da ist.
Hier. Oh. Puh, wir haben es geschafft, Junge. I'm not giving up on you. Alter, verpiss dich. Nein. 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 Na. Stirb. Ja. Verreck, du Drecksack. Das war's mit dem Doktor. Na, ich soll dich von Scave grüßen. Scheiß Doktor. Ich hoffe, dir geht's gut. Schrift 1. Drücken. Schritt 1. Wir sind in unserer Flucht ein großes Stück näher gekommen. Secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Okay. Batterien. Nice one. Oh shit, war klar. Der Weg ist verschüttet. Alter, wir sind fast draußen, glaube ich. Dieses Irrenhaus kann uns nicht mehr lange festhalten. Das Nachtsichtgerät funktioniert hier auch nicht. Also es funktioniert schon, aber... Wo ist denn der Vater Martin? Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin also schon irgendwie im Kreis gelaufen. Das ist der reinste Irrgarten. Ein nutzloser Raum. Die Frage ist ja jetzt mehr, wo ich hin muss. Na, der Doktor ist tot. Das hat mich jetzt hier ein bisschen ermutigt. Ein Drecksack weniger. Trotzdem müssen wir hier irgendwie weg. Ah. Oh Gott. Feuer. I had to burn it.
all of it. Murkoff took so much from us. Used us. Komm mit. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. You are welcome. Ich bin nicht das einzigste Opfer hier, bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Komm doch mit! Ich werde das Feuer löschen. Sterben lasse ich euch hier nicht. Das ist nicht gut. Oh, Scheiße. Die tun mir übelst leid. Na. Ich werde das Feuer löschen. Bleibt bei uns. Ihr seid alle lieb. Außer ein paar. Aber viele von euch. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine pathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater. Kein Schwein hat verdient, an diesem Ort zu bleiben. Ich werde Sie retten. Das muss doch machbar sein. Okay, das Feuer. Wie löscht man ein Feuer? Am besten mit einer Sprinkleranlage. Die Frage ist, wie aktiviert man eine Sprinkleranlage? Warum geht die nicht von alleine an? Schalten die das Feuer an. Ja, wir müssen das Ding einschalten. Was ist los? Ich will diese Sprinkleranlage einschalten. Kein Knopf. Ich habe noch eine Idee. Perfekt, hier kann man durch. Wieder zwei Ventile. Schon wieder so ein Dicker. Warum müssen die immer hier rumlaufen? Okay, das war die erste. Ach, diese scheiß Typen, ey. Egal, wir werden dieses Feuer löschen. Gut. Ich muss aufpassen, ich nehme schon mal die Kamera raus. Der kommt nicht. Was ist da los? Oh, habe ich mich erschrocken.
Puh. Ah. Gut. Hier machen wir einen Cut. In der nächsten Folge werden wir das Feuer löschen. Haut rein.